Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen bei einem weiteren Teil der kleinen oder großen Let's Play-Serie Rome 2 Total War mit dem Königreich Epirus. Mein Name ist Blackfish Tully LP und ich heiße euch dazu ganz herzlich willkommen. Ja, Athen gehört uns. Yay! Aber es leben noch erstaunlich viele Athener. Ja, was machen wir dagegen? Flottentechnisch sind wir auf jeden Fall Kommandant? im Hintertreffen. Aber der Landkrieg ist momentan wichtiger. Die Makedonen haben eine ziemlich schöne Armee Zu euren hier Diensten. stehen und im Vergleich dazu ist unsere Grenztruppe doch etwas schwach. Darum würde ich sagen, Schreibt euch ein gönnen für wir ein uns noch Leben voll eine Ruhm! Runde Heerbanner. Oder? Ja, ich habe noch nachgedacht, vielleicht noch mehr Schützen mitzunehmen, aber das brauchen wir nicht. Ja, wir ziehen mal unsere Flotte in die Ägäis, wo wir sie wirklich brauchen. Die muss ja nicht in Wir Apollonia halten rumhängen. vorerst Ich an. glaube nicht, dass sich die Römer zucken werden, so schnell. Die haben erstmal noch eigene Probleme. Okay, dann beenden wir mal die Runde und schauen uns an, was so passiert. Die Römer und Karthager kloppen sich, glaube ich, immer noch um Süditalien. Weiß ich gar nicht, ob die noch im Krieg sind. Ich denke aber mal schon. Eine athenische Flotte geht nach Pella und die andere landet hier. Okay, jetzt erstmal nicht so gefährlich, dramatisch, was auch immer. Ja, die da Orsi und Ariadne ein Bündnis geschlossen. Und wir müssen einen Streiter rekrutieren. Das dürften wir eigentlich hinkriegen, oder? Ja, müssten wir. Wir haben endlich mal ein bisschen Kohle auf Lager. Syrakus hat Kommandant. Karthago den Krieg erklärt. Kommandant. Und weil wir das ja noch gar nicht hatten in den letzten Parts und Folgen, präsentiere ich euch jetzt mal zur absoluten Abwechslung, glaube ich, gleich ein paar Ihr könnt euch Schlachten. dienlich sein. Erstmal ja, Befinde versuchen wir doch Gefallen noch an mal etwas ein Unfug. bisschen Spionage-Action zu betreiben, Ich fürchte aber mich noch wie ein könnte es anders sein? Abenteuer. Naja, über die Logik des Spiels muss man sich nicht immer freuen, aber naja, man hat ja wenigstens an Erfahrung gewonnen, heißt es ja so schön. Ja, wir geben der Spionin doch ein bisschen List mit, Ich machen sie erwarte eher so eure ein bisschen Befehle. allroundig. Ja, Pyrrhus ist noch am Leben, aber nicht mehr lange. Darum greifen wir jetzt die Getreuen der Athener an. Und wir locken sie natürlich in einen Hinterhalt. Ich muss sagen, eigentlich finde ich das Feature gar nicht schlecht, dass auch mal bei so einer offenen Feldschlacht es zu einem Hinterhalt kommen kann. Gleichzeitig finde ich es aber auch schade, so im allgemeinen Game, dass so der klassische Hinterhalt im Gelände so ein bisschen zu kurz kommt, meiner Meinung nach. Da fand ich es bei anderen Total War-Teilen schöner, wenn wirklich die Armee verschwunden ist in dem Wald und auf einmal will man da durchmarschieren und hat den Spion vergessen und ist in einem KI-Hinterhalt gefangen. Das war immer eigentlich ein ganz netter Moment. Also hat halt ein bisschen mehr Anforderungen ins Spiel gebracht. So ist es auch ganz nett, und es macht die Kampagne ein bisschen ansprechender, auch von dem, was man sieht. Aber ja, ich finde, das fehlt so ein bisschen. Es wird natürlich keine glorreiche Schlacht. Wir starten einfach mal rein. Ja, und dann legen wir doch mal los. Wir wollen natürlich zu beiden Seiten vorstürmen, Elefanten um bereit! möglichst wenig Geschlossene Athener erstmal Batterie zu euren zum Diensten! Entkommen zu bringen.
Ja, ich bin hier blieben auf die Flanke. Ich hoffe, dass die Athener nicht diesen Hang hochkommen, wo ich meine Steinschleuderer so ein bisschen ungeschützt aufgestellt habe. Aber das muss ich jetzt einfach hoffen. Steinschleuderer! Und das habe ich immer noch nicht ausgestellt. Ich weiß auch nicht wie. Ich hatte es gehört, aber ich weiß es nicht. Wenn das irgendwer weiß, sagt es mir noch mal, weil das einfach nur nervt. Hier noch schön brav unsere Einheiten. Wirkt immer professionell, wenn man schön Einheiten gruppiert. Speerinfanterie bereit. Und gerade bei Bewegungen ist es auch auf jeden Fall was man tun sollte. Und jetzt natürlich vorwärts. Wir müssen so ein bisschen die Kaff zu catchen. Nicht nur kommt jetzt diesen Hügel hoch, der scheint ihn auch nicht wirklich auszubremsen, so wie ich das sehe. Interessant. Unser General, ich würde sagen, von der Einheit Steinschleuderer können wir uns verabschieden. Ja, die laufen. Aber eine Einheit Kaff ist schon gecatcht. War jetzt kein Tausch 1 zu 1. Aber wir können es uns leisten. Ja, und dann ist das doch eigentlich schon gelaufen, wo wir jetzt seinen General auch noch haben. Das wäre mal ein bisschen sinnlos. Befehle mit meinen Elefanten. Und töten ein paar Kavalleristen. Und jetzt verfolgen wir noch ein bisschen mit unseren Elefanten. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist Kavallerie. Das ist sehr schade. Ist ehrlich schon so manche Einheiten durch die Lappen gegangen, weil wir keine Kaff hatten. Lasst sie bluten! Es hat jetzt bis jetzt nicht so schlimme Folgen gehabt, aber das ist auf jeden Fall was man braucht. Und da ist gerade ein wichtiges Upgrade noch gekommen, das zweite Silber-Upgrade. Aufnahme-Bug, genau. Ist nett. Hellenische königliche Garde. Nerfalan, das hat einen Angriffsbonus, einen Sturmbonus von 8. Da sind die Elefanten noch schon ein bisschen besser. Aber das wird auch nichts mehr, selbst wenn ich jede Einheit auf dem Feld sehe, wird das nicht mehr wirklich Erfahrung bringen. Wetten wir es jetzt. Ja, 245 Verluste hätten schon wieder nicht sein müssen. Es ist die eine Einheit Steinschleuderer. Und wir töten natürlich die Gefangenen. Der fliegt dahin. Das ist unmöglich. Ja, wir machen uns mal auf den Rückweg. Und haben hier vergessen zu bauen. Genial. Und das Geld ist auch keins mehr da. Ja, dann ziehen wir noch unsere Flotte weiter. Die Boten des Glaukus. Ja. Die Flotte benenne ich vielleicht bei Zeit mal um. Aber in Athen ist auch genug Garnison, sollte der Athener jetzt meinen, seine Heimat wieder anzugreifen. Ich frage mich ehrlich, wie dieser Konflikt so insgesamt aussieht. Und der Makedone möchte uns zeigen, dass er auch dicke Eier hat. Das ist natürlich nicht gut. Weil da wirklich nur so eine Pissarmee von uns steht. Larissa wird schon belagert. Erstmal holen wir uns einen Streiter. Ne,
nehmen wir mal den. Deon. Jetzt haben wir martiale Fähigkeit. Und das bringt uns 5% Erfolgswahrscheinlichkeit bei Streitern mehr. Ja. Und wir können nicht in einer Runde, oder? Nee. Aber was wir machen können, ist uns im Gewaltmarsch vor Larissa bewegen. Ich erwarte eure Befehle. Und dann. Ah, der holt sich Söldner, der. Der ist schon ein kleiner Schlingel. Entschuldigung. Nein, also der hört sich Söldner, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, wie viel Geld er hier noch hat. Aber trotzdem sollten wir das schaffen. Auch Sparta sollte das hoffentlich schaffen. Ja. Gut, wir werden. Der Plan wird jetzt sein. Gleich mit der Armee in Larissa vorzustürmen und die belagernden Makedonen anzugreifen. Ah, das wird erst im nächsten Part passieren. Schon mal so als Ausblick. Eure Befehle? Ich weiß gar nicht, was machen wir denn jetzt? Ich erwarte eure Befehle. Eine Runde abzuwarten, erscheint mir doof. Mein Schwert gehört euch. Und wir müssen Deon erstmal noch. Was hat er denn? Boah, der kriegt. Kriegt der Hingabe? Ja, er kriegt Hingabe. Er muss ja auch unseren Armee folgen können. Wir warten noch eine Runde ab. Weil ja die Hauptarmee von mir noch im Gewaltmarsch ist. Wenn er jetzt angreift, dann war das einerlei. Wenn nicht, dann hat das unserer Moral was gebracht und ist dann natürlich Verlustminimierung. Ja, okay. Der ist irgendwie im Plündern. Interessant. Ja. Ansonsten interessiert uns ja noch nicht so viel. Syrakus zieht sich zurück und eine Schweigeminute, ich fürchte. Das war unser König. Einen neuen General. Wir sollten einen Molosser nehmen. Wen nehmen wir denn? Batiaes, der dann unsere nächste Armee, also die Armee zum nächsten Sieg führt. Das war tatsächlich Pyrrhus, der von uns gegangen ist. Ich guck mir das noch kurz durch, aber sage erstmal ciao und bis zum nächsten Part. Euer Blackfish Tali LP.